Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Erstmal vorab, als Information durch das ganze Video, was ihr auf jeden Fall im Kopf behalten müsst. Alle Werte, die ich euch vorstelle, könnt ihr im Spiel erreichen, wenn ihr komplett das maximale Level seid, beziehungsweise den maximalen Angriffswert besitzt. Maximaler Angriffswert ist 3251, wenn man einen mythischen Überlebenden in den Angriffssquads hat. Ansonsten ist er 3266, also 15 mehr, wenn man zwei mythische Überlebende in den Angriffsspots hat. Bedeutet also, dass eure Überlebenden, die den Angriffswert steigern, alle auf Level 50 sein müssen und eure Forschung muss auch noch beim Angriffswert auf Maximum sein, um diesen Wert zu erreichen. Nehmen wir das Beispiel Knecht Ruprecht. 205.000 hat er jetzt hier stehen und das liegt daran, dass mein Angriffswert auf dem Maximum ist und natürlich daran, dass die Perks hier gelevelt sind. Wenn ihr immer die Perks gleich habt und ihr habt hier nur eine unterschiedliche Zahl stehen, liegt es wirklich nur an Angriffswerten. Wenn euer Angriffswert zum Beispiel bei 1600 liegt, dann sollte hier zum Beispiel stehen 102.500. Das ist nur ein Beispiel. Das heißt, der Unterschied der Waffen ist immer gleich. Wenn Waffe A besser als Waffe B ist, dann ist es auch so, wenn man nur Level 10 ist, es ist so, wenn man Level 20 ist und es ist so, wenn man Level 131 ist. Die Zahlen unterscheiden sich nur. Das heißt, die ist mal 20.000 stärker und mal 150.000 stärker. Das kommt immer nur auf euren Angriffswert drauf an. Das ist das Wichtige. Das müsst ihr auf jeden Fall im Kopf behalten. Wenn euch dieses ganze Video gefällt, dann lasst mir wirklich gerne eine Bewertung da oder vielleicht sogar ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Oder unterstützt mich auch gerne kostenlos mit dem Creator-Code Evonix. Ich sage sowas ziemlich nie, aber in dem Video steckt wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit und es hat mir richtig viel Bock gemacht, das zu schneiden und das zu bearbeiten. Ja, ich spreche gerade im Nachhinein darüber. Und jetzt geht's los für euch. Ich werde in diesem Video einige beliebte und bereits bekannte sehr starke Waffen gegeneinander antreten lassen und euch zeigen, welche Waffe sich wirklich in den realistischen Situationen am besten durchsetzen kann und welche Waffe mit welchen Einheitenboni auch den stärksten DPS, den Damage per Second, also den Schaden pro Sekunde, verursacht. Bedeutet, ich zeige euch gerne die statistisch stärkste Waffe und die realistisch stärkste Waffe im ganzen Spiel. Fangen wir an mit der schallgedämpften Spectre. Diese Waffe hat den Kanal ziemlich lange begleitet und vor allem auch sehr, sehr lange war sie die beste MP, die beste Maschinenpistole, die aber trotzdem als Sturmgewehr gilt, in-game. Bedeutet, sie profitiert auch vom Sturmgewehr-Bonus. Und wenn wir uns mal die Werte angucken, dann ist die eigentlich schon ganz ordentlich gewesen, für einen gewissen Zeitraum. Ihr könnt hier sehen, mit welchen Perks ich diese Waffe ausgestattet habe und grundsätzlich ignoriert den SPS, also den Schaden pro Sekunde, der hier immer auf der Waffe angezeigt wird. Der ist nämlich grundlegend komplett falsch. Und ich zeige euch natürlich gerne auch nochmal kurz die Berechnung. Und hier haben wir natürlich ein paar Zahlen zur Verfügung. Wenn wir uns die Zahlen genauer angucken, werde ich euch erstmal verraten, warum seht ihr drei verschiedene Ergebnisse von ein und derselben Waffe. Der Schaden, den ihr links seht, das ist der Einheitenbonus. Ein Rettungstrooper mit einem Feldwebel. Der Schaden, den ihr in der Mitte seht, das ist ein nackter Einheitenbonus, bedeutet, dass keiner überhaupt irgendeinen Bonus hat für Sturmgewehre oder für Waffenschaden. Und der Bonus, den ihr ganz rechts seht, das ist ein Rettungstrooper in Kombination mit 24% Grundschaden durch den Einheitenbonus. Bedeutet also, wir haben jede Spielweise damit abgedeckt. Ob man jetzt einen Bonus für Waffen hat, ob man jetzt einen Crit-Bonus für Waffen hat oder ob man einen Grundschaden-Bonus für Waffen hat oder halt überhaupt gar keinen Bonus. Alles ist dabei. Alles ist in der Übersicht. Im Gameplay werdet ihr sehen, dass ich immer mit der mittleren Variante spiele. Bedeutet, eine Waffe ohne irgendeinen Bonus, der extra für die Waffe da ist. Das heißt, die Spectre, mit der ich jetzt hier spiele, hat auch einen Schaden pro Sekunde von 100.000. Der maximale, das haben wir gerade gesehen in dem Screenshot, ist 172.900, indem man zum Beispiel einen Rettungstrooper spielt, der grundsätzlich selbst 24% Sturmgewehrschaden noch dazu hat. Der Feldwebel fügt nämlich dann im Einheitenbonus auch nochmal 72% kritischen Sturmgewehrschaden hinzu und dadurch haben wir den höchsten Schaden pro Sekunde bei der Spectre mit 172.000 erreicht. Als nächstes habe ich für euch die Wildkatze und diese Waffe ist eigentlich auch noch ganz schön nice, muss aber auch dazu gestehen, sie war einen ganzen Zeitraum lang super, super gut. Muss aber auch dazu sagen, sie ist ein ziemlicher Munitionsfresser. Wir gucken uns im Gameplay mal diese Waffe an und gleichzeitig danach auch nochmal den Schaden pro Sekunde, den sie verursacht. Was macht die Waffe besonders? Sie hat ein komplett Schaden-Build. Das heißt, wir können komplett auf Schaden gehen, ob es jetzt Crit-Schaden ist oder normaler Schaden. Magazingröße oder Nachladegeschwindigkeit kommt gar nicht in Frage bei der Waffe, so wie man die Perks verteilen kann. Plus, man kann das sechste Perk noch harmonieren lassen, heißt, wir können nochmal 45% Schaden mehr ab dem zweiten Schuss hinzufügen. Das heißt, das ist auch eine ganz gute Alternative, aber viele Spieler haben diese Waffe nicht, weil es sie relativ früh gab im Game.
In Händen ohne Bonus verursacht die Waffe 123.000 Schaden pro Sekunde und in Händen mit Bonus mit dem maximalen 214.000 Schaden pro Sekunde. Als nächstes kommen wir zur Nordmann und ihr merkt jetzt wahrscheinlich Spectre, Wildkatze, Nordmann. Ja, ich zeige euch die Waffen nach Reichweite. Das heißt, erst kommen die MPs, danach kommen die richtigen Sturmgewehre. Es gibt ja immer mehrere Arten von Sturmgewehren. Nordmann ist jetzt unser neuester Zuwachs, was die MPs angeht, die trotzdem natürlich als Sturmgewehr gewertet wird. Und ich muss euch sagen, dieses Ding ist ein absolut krankes Biest. Ich war sehr, sehr erstaunt über den Schaden, den das Teil verursacht und ich habe einen Smasher auch noch nie so schnell droppen sehen durch so eine kleine Waffe. Machen wir es mal relativ kurz und schmerzlos. 164.000 nackten Schaden pro Sekunde, das heißt immer erreicht, und 262.000 Schaden pro Sekunde als Maximum. Bitte was? 262.000? Ich zeige euch mal kurz die Phantom nackt und die Nordmann nackt. Was soll das? Außerdem ist die Nordmann noch mit einem besonderen sechsten Perk ausgestattet, wodurch wir uns auch noch heilen können, je nachdem, was einem lieber ist. Das sechste Perk finde ich persönlich bei der Waffe komplett egal. Es ist eine persönliche Wahl, hat sich unabsichtlich gereimt, aber die Waffe, ganz ehrlich, seit diese Waffe rausgekommen ist, nutze ich sie fast durchgehend und Spectre sowie Wildkatze so gut wie gar nicht mehr. Und das finde ich schon ganz schön krass. Und somit darf ich schon mal festlegen, Kategorie 1, die MPs unter den Sturmgewehren, Nordmann ist definitiv das Tier. Gehen wir weiter mit einer kleinen Überraschung, nämlich das Candy Corn LMG, das wir zum Halloween-Event in der Missionsreihe bekommen haben. Sehr, sehr positiv überrascht durch die Waffe und durch den Schaden pro Sekunde und vor allem durch die Nützlichkeit, wie oft diese Waffe wirklich auch noch etwas bringt. Alleine wegen dem sechsten Perk, weil sie uns Süßigkeiten droppt, durch die wir uns heilen können. Damit wir mal kurz über den Schaden gequatscht haben, der nackte Schaden der Waffe ist 166.206 und der höchste Schaden pro Sekunde, den wir erreichen, ist 252.000. Man bedenke, dass wir in der Kombination noch 140 Schuss im Magazin haben und nur 2 Sekunden nachladen. Das Ding ist also permanent ein Biest, egal wie man es sich hinlegt. Und es ist ja nicht nur so, dass die Waffe echt guten Schaden macht, nein, sie droppt auch noch Süßigkeiten und das ziemlich häufig. Und diese Süßigkeiten heilen uns um exakt 10% der Leben. Das heißt, egal wie stark man verletzt ist, man hüpft einfach durch ein paar Süßigkeiten durch und die Leben füllen sich einfach mal wieder auf. Verdammt nützliche Waffe, auch noch sehr stark, gutes Magazin, gute Nachladezeit, ist eine sehr, sehr gute Waffe, die Epic Games reingebracht hat. Von einem LMG zum nächsten LMG, von Candy Corn zu Quecksilber. Hier halte ich mich kurz, es bleibt permanent auf Energie und das sechste Perk wurde im Nachhinein verbessert und die Waffe war vorher schon extrem gut. Sechste Perk gleich Flächenschaden, das heißt, wir sorgen dafür, dass dieser Zombie, den wir abschießen, quasi explodiert und alle Zombies in seinem Umkreis kriegen Schaden. Eine Waffe, die nicht sehr viele Spieler haben, trotzdem möchte ich mal kurz über den Schaden reden, den diese Waffe verursacht. Der schlimmste Fall für uns ist 144.000 Schaden pro Sekunde und der beste Fall sind 225.000 Schaden pro Sekunde, wenn wir 24% Grundschaden draufrechnen. Das ist allerdings nur der Schaden pro Sekunde, den wir an einem einzigen Gegner machen. Wenn man natürlich noch bedenkt, dass diese Explosion, wenn jetzt viele Gegner spawnen und auf uns drauf zulaufen, natürlich Schaden an allen Gegnern machen, dann kann sich der Schaden pro Sekunde natürlich noch deutlich nach oben steigern, weil er halt auch auf der Fläche sehr viel Schaden macht. Insgesamt eine sehr coole Waffe für zwischendurch und das Gute ist, sie verbraucht Energiemunition. Und jetzt kommen wir zu den richtigen Sturmgewehren und wir fangen mal direkt mit dem Community-Liebling an. Totengräber. Warum ist das ein Community-Liebling? Ich hab's nie verstanden, aber hey, ich hab's akzeptiert. Wir gucken uns auch mal das Gameplay dieser Waffe an und vor allem den Schaden, den diese Waffe wirklich verursacht. Damit die Zahlen nicht allzu schockierend sind, denkt daran, dass diese Waffe bei mir auf Energie ist, das heißt, wenn sie auf physisch wäre, dann könnte man 25% Schaden mehr draufrechnen. Aber die Werte dieser Waffe sind wirklich trotzdem sehr erschreckend. 82.000 Schaden pro Sekunde nackt. Und der stärkste Bonus ist 139.000 Schaden pro Sekunde, beziehungsweise sagen wir ganz fair 140.000, wenn wir den stärksten Bonus reinhauen bei der Waffe. Und deshalb habe ich nie verstanden, warum das echt ein Community-Liebling war. Die Waffe ist grundsätzlich sogar deutlich schlechter als viele andere Pistolen oder viele andere Sturmgewehre oder auch MPs. Wobei natürlich die Optik dieser Waffe komplett einzigartig ist, was halt auch wieder cool ist, aber wenn die Waffe halt nur die Hälfte des Damages von einer richtig starken Waffe macht, das ist, als würdest du in einem Ferrari sitzen und der Ferrari hat einen Motor, der von einem Hamster angetrieben wird. Kommen wir zur Phantom, auf die Waffe habe ich mich sehr gefreut. Und ja, hier steht Brightcore, denkt daran, eine Sonnenschein-Phantom ist 6,5% stärker als eine Brightcore-Phantom. Das heißt, die Waffe könnte theoretisch 7% besser sein, sagen wir es aufgerundet. Sehr, sehr nicer Favorit und ich liebe diese Waffe. Und ich spiele sie auch immer noch lieber, obwohl es eine stärkere Waffe gibt.
Lass uns über Zahlen reden. Das kleinste, was ich jetzt aus Devaf rausholen kann, ist 132.300, nackter Bonus. Und das heftigste, was wir rausholen können, sind 203.000 Schaden pro Sekunde, indem wir den Grundschaden durch einen Einheitenbonus erhöhen. Also, etwas über 200.000 Schaden pro Sekunde, Reichweite ist super, Magazingröße ist super, der Schusssound ist super, das Spielgefühl der Waffe ist super und die Nachladezeit ist auch noch super gering. Ich hoffe, jeder hat sich diese Waffe damals gekauft, als sie zur Verfügung war. Und für die Leute, die sich die Waffe nicht gekauft haben, ich hoffe wirklich, dass die Waffe nochmal kommt. Sie fühlt sich einfach so gut an. Und kommen wir zur unerwarteten Nummer 1. Die Peinbringer. Man kann sie ebenfalls wie die Wildkatze komplett auf Schaden bauen. Und das sechste Perk erhöht den Schaden pro Sekunde jede Sekunde lang um 1,8%. Was eigentlich absolut bestialisch ist, allerdings fallen die meisten Gegner durch den hohen Schaden dieser Waffe bereits nach den ersten wenigen Sekunden und wenigen Schüssen einfach um. Von den Zahlen her ist das hier auf jeden Fall die stärkste Waffe. Sprechen wir über den nackten Bonus, haben wir 145.000 Schaden und sprechen wir über einen komplett ausgebauten Bonus, also den stärksten Einheitenbonus, 72% Crit bei dieser Waffe, dann sind es 228.000 Schaden pro Sekunde. Wenn wir diese 228.000 Schaden pro Sekunde nehmen und noch bedenken, dass wir jede Sekunde durch Treffer am Gegner 1,8% mehr Schaden machen, dann erreichen wir natürlich auch noch ziemlich absurde Zahlen, weil sich das 15 mal stapeln lässt. Und das Coole ist, man kann das auch ganz einfach an Gebäuden testen. Man sieht jetzt zum Beispiel hier in diesem Clip, dass ich immer wieder immer mehr Schaden mache, indem ich einfach nur drauf schieße, ansonsten mache ich gar nichts. Und genauso funktioniert dieses sechste Perk auch mit Gegnern. Die werden einfach immer mehr gequält, umso häufiger man drauf schießt. Sprechen wir also über die Kategorie Sturmgewehre mit höherer Reichweite, da finde ich definitiv, dass die Peinbringer, die Phantom und das Candycorn LMG sich die Top 3 teilen. Damit haben wir in der Kategorie Sturmgewehre die beste Waffe für den Nahkampf festgelegt, nämlich eine MP, und die beste Waffe für den Fernkampf, nämlich ein richtiges Sturmgewehr. Und ich hoffe, der ein oder andere schaut jetzt nochmal in seine Sammlung rein und guckt, ob er sich nicht irgendwie mal einen Fehler erlaubt hat und ein richtiges Schmuckstück auszusehen auf Seite geschoben hat, was er jetzt wieder rausholen kann.